Und damit hallo und willkommen zu Hort. Möchtest du nix? Ja. So, ich habe euch die Szene eingerichtet. Hier können wir beenden. Mitwirkende schauen wir uns am Ende an, wenn das nicht automatisch kommt. Jetzt gehen wir mal in So wird gespielt rein. Spielmodi. Schatz, erklär ich einfach mal alle Spielmodis. Oder ja. Okay. Steht zum Teil das gleiche drin, aber fang mal an. Okay. Dein Ziel ist es, so viel Geld wie möglich innerhalb eines Zeitlimits anzuhäufen. Außerdem musst du mehr anhäufen als gegnerische Drachen. Die Bewertung hängt davon ab, wie viel Gold du anhäufst. Verstanden. Dann der Prinzessinnen. Prinzessinnen. Balz. Okay, komischer Name. Das Ziel ist es, als erster Drache eine bestimmte Anzahl Prinzessinnen zu entführen. Und du musst gewinnen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Die Bewertung hängt davon ab, wie lange du für den Sieg gebraucht hast. Genau. Du sammelst quasi dann ein ganzes Harem. Dann Hort. Ein ganzes Harem, du bist echt ein Witzbold. Dein Ziel ist es, möglichst lange zu überleben. Für das Anhäufen von Gold erhältst du einen Zeitbonus. Der einzige Weg, deine Gesundheit zu regenerieren, ist es, Prinzessinnen zu rauben. Die Bewertung hängt davon ab, wie lange du überlebt hast und von der durch Schätze erworbenen Bonuszeit. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Dark Souls. Ja, so kann man es auch nennen. Coop. Eure Zeit ist es innerhalb... Was? Euer Ziel ist es, innerhalb eines Zeitlimits gemeinsam so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Alle Drachen teilen sich einen Hort und können sich nicht gegenseitig angreifen. Die Bewertung hängt vom gemeinsam angehäuften Gold ab. Coop ist im Endeffekt Schatz, nur dass man halt miteinander spielt. Ja. Gut, dann haben wir Grundlagen. Der Spielbildschirm. Die Uhr zeigt an, wie viel Zeit noch übrig ist. Schatzmodus. Oder wie viel Zeit bereits vergangen ist. Prinzessinnen, Ball, Balz und Hortmodus. Feuerleiste zeigt an, wie viel Feuer Odem noch in dir steckt. Das klingt ja gut. Feuer Odem ist eine Pokémon-Attacke. Spielefarbe. Für jeder Spieler eine. Für jeden Spieler eine. Ja, okay, jeder hat eine Farbe. Du darfst keine zwei Farben haben. Das geht leider nicht. Power-Up. Zeigt an, ob du ein Power-Up bei dir hast, das du einsetzen kannst. Traglast. Zeigt an, wie viel Gold du noch aufnehmen kannst. Naja, das gab's ja auch. Nächstes Level. Zeigt an, wie viel Gold dein Hort für das nächste Upgrade benötigt. Dann Grundlagen des Spiels. Greif Ziele mit deinem Feuerodem an und sammle dann das Geld ein, das übrig bleibt. Wenn du voll beladen bist, bringe das Gold zu deinem Hort und lade es ab. So gelangst du in den nächsten Level. Mit jedem neuen Level erhältst du Upgrade-Punkte, mit denen du deinen Drachen in vielen Bereichen verbessern kannst. Fliegen, erhöht Fluggeschwindigkeit, Feuer. Dein Feuerodem wird mächtiger und hält länger. Tragkraft erhöht die Menge an Gold, die du tragen kannst und verkürzt die benötigte Zeit, es abzuliefern. Panzerung erhöht die Menge an Schaden, die du einstecken kannst. Power-Ups. Okay, das sind die man einsammeln kann. Sammle Power-Ups bei Steinkreisen. Power-Ups muss aktiviert sein. Sie dauern 10 Sekunden. Megafeuer. Du erhältst sofort den stärksten Feuer-Odem. Megaturbo. Du fliegst sofort mit Höchstgeschwindigkeit. Eis-Odem. Verleiht dir die Fähigkeit, Gegner einzufrieren. Feuerbälle. Verleiht dir die Fähigkeit, Feuerbälle zu spucken. Hort-Dieb. Verleiht dir die Fähigkeit, Gold aus einem gegnerischen Hort zu stehlen. Städte und Mühle. Mühlen und Getreide produzierende Bauernkarren, die... Was? Mühlen die zu nahegelegenen Städten reisen. Also Mühlen und Getreide. Getreide ist quasi ein Gebäude. Produzieren Bauernkarren, die zu nahegelegenen Städten reisen. Städte bereiten sich aus und produzieren
Wagen die Güter, Schätze durch das Königreich transportieren. Wenn Karren und Wagen ihr Ziel erreichen, wachsen Städte schneller. Du kannst aber auch die Wagen überfallen und ihr Geld rauben. Größere Städte produzieren wertvollere Wagen. Schützen schießen auf dich, um ihre Stadt zu verteidigen. Diebe schleichen sich in deinen Hort, um dein Gold zu stehlen. Gemeine Menschen, die wollen unser Geld stehlen. Burgen produzieren Ritter und königliche Kutschen. Je größer die Burg, desto wertvoller sind die königlichen Kutschen, die sie hervorbringt. Sie bringt auch mehr Ritter hervor. Ritter greifen an, sobald du ihnen nahe kommst und versuchen, Prinzessinnen in Not zu retten. Zerstöre eine königliche Kutsche und übrig bleibt eine Prinzessin. Schnapp dir die Prinzessin und bring sie in dein Hort. Wenn du sie dort eine Zeit lang festhalten kannst, wird sie von ihrer Burg gegen Gold freigekauft. Wenn ein Ritter genug Erfahrung sammelt im Kampf gegen dich und durch Retten von Prinzessinnen, wird aus ihm ein mächtiger Held. Okay. Dann haben wir jetzt noch weitere Regeln. Punktemultiplikator. Nach einer gewissen Zeit erhältst du einen Punktemultiplikator für dein Hort. Damit erhöht sich der Wert aller Schätze, Prinzessinnen und Zauberjuwelen, die du anhäufst. Jedes Mal, wenn du besiegt wurdest, ein Dieb oder ein anderer Drache Gold aus deinem Hort stiehlt, verlierst du deinen Multiplikator. Erhalte deinen Multiplikator, um in höhere Punkteregionen aufzusteigen. Weitere Gebäude. Magietürme feuern mit arkaner Energie, sobald du ihnen zu nahe kommst. Sei auf der Hut. Zerstöre den Turm und es bleibt ein wertvolles Zauberjuwel übrig. Wenn du so ein Juwel aufsammelst, wirst du langsamer. Schaffst du es, sie in dein Hort zu bringen, sind sie aber viel Gold wert. Wirtshäuser erscheinen in manchen Städten. Diese locken mehr Diebe als normal an. Brenn sie nieder. Märkte erscheinen in manchen Städten. Sie erhöhen den Wert aller Wagen, die aus dieser Stadt kommen. Ehrlich gesagt, da sind Sachen dabei, die wusste ich wirklich nicht. Weil wir das damals nicht durchgelesen haben. Na also. Mehr Diebe durch Wirtshäuser. Nie von gehört. Aber ist gut zu wissen eigentlich. Tribut. Ja, mach du ruhig wieder. Okay, wenn du eine Stadt stark verwüstest, ohne den Stadtkern zu zerstören, dann kannst du diese Stadt das Fürchten lehren. Ah, okay. Wenn dich eine Stadt fürchtet, wird dein Drachensymbol über der Stadt angezeigt. Von Zeit zu Zeit wird diese Stadt Tributskarren direkt an deinen Hort schicken. Die Schützen der Stadt greifen dich auch nicht mehr an. Und die Stadt erhält einen Bonus auf ihre Gesundheit. Okay. Gegnerische Drachen können den Furchtstatus auf sich übertragen, indem sie eine Stadt schlimmer verwüsten als du. Eine Stadt ist nur so lange loyal, solange sie dich fürchten. Nettes System. Reisen. Achso, Riesen, nicht Reisen. Wirklich, es sind Riesen gemeint. Riesen tauchen manchmal in einigen Königreichen auf. Riesen sind mächtig stark, wandern umher und hauen alles, kurz und klein. Wenn du einem Riesen genug Schaden zufügst, ändert er seinen Kurs. Das ist hilfreich, um Städte zu schützen, die dir am Herzen liegen. Du kannst auch versuchen, den Riesen zu töten. Dann lässt dieser ein hübsches Sümmchen Gold fallen. Gut, so schaut's aus. Das waren alle Regeln von dem Spiel. So wird gespielt. Dann gibt es hier noch die Optionen. Hier, das sind drei Steuerungsdinger. Ich gehe aktuell mal auf WASD. Und wir haben ja noch Gamepad, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich da eins benutzen werde. Also so, inaktiv und Xbox 360. Ah ja, machen wir lieber inaktiv, weil ich habe meinen Controller angeschlossen. Also bin ich mir gerade nicht sicher, ob der nicht irgendwie erkannt wird. Jetzt gehen wir beide in den Einzelspieler. Auf Kamera nicht drücken, das crasht bei uns das Spiel. Weiß nicht, ob es bei euch auch passieren wird. Hier können wir noch die Musik einstellen, das werden wir später ändern. Ich kann die nicht leiser machen, ich hoffe die Musik ist leise genug, weil das ist das Niedrigste, was man einstellen kann. Und hier die Grafik. Man kann hier die Hintergrundkacheln ändern und ob es Tag und Nacht ist, aber ja, habe ich auf beides auf zufällig und er auch. Gut. Dann haben wir hier noch Rang, das ist glaube ich Multiplayer, oder? Du kannst den auch solo leveln. Ach so. Also spiel einfach und dein Rang erhöht sich. Ich bin 8 von 15, weißer Drache. Ich bin 12 von 15. Ja, wir haben das Spiel irgendwann mal gespielt, ist schon ewig her. Absolut ewig, ja. Ich kann es dir genauer sagen, wenn ich auf die Achievements. Also gucke. Soll ich jetzt auf Mehrspieler klicken, oder? Nein, auf Einzelspieler. Okay. 1. Januar 2012 habe ich hier Achievements. Das sind so ziemlich die ältesten. So, du gehst auf Einzelspieler, stellst dann Pfeil nach links. Zweimal den Modus auf Tutorial um.
Ich habe gerade noch mal geguckt, die beiden Tutorial-Level gibt es im Multiplayer nicht. Ich nehme an, die machen wir jetzt noch und dann ist der erste Part eh schon zu. Ach so. Und dann gibt es im nächsten Part... Okay, also Modus Tutorial, Karte 1, Taschenkönigreich. Genau. Du gegen einen CPU-Drachen, so wie es ausschaut. Ich habe hier eine Silbermedaille. Ganz knapp, aber krass. Ah ja, und hier kann man einzelne Sachen an- und ausschalten. Ja. Hat das einen Effekt? Die Glockentürme haben Heil-Power-Ups. Ja, wie ein Effekt, worauf? Ja, keine Ahnung. Also, ich finde es halt strange, wenn man eine Punktzahl hat, die man erreichen muss, aber dann trotzdem einstellen kann. Like. Finde ich komisch. Ich kann meine Farbe einstellen. Eine Bombenwagen. Ich glaube, das waren, glaube ich, DLC-Sachen. Bombenwagen. So. Naja, weiß ich nicht. Macht nicht so einen großen Unterschied. Die Heilung ist natürlich nett zu haben. Gib Bescheid, wenn du startest. Oder sollen wir die nochmal vorlesen? Welttürme werden in den Städten wachsen, vernichte sie zu einem Heal-Power-Up. Also, da wird man Heal-Power-Up enthüllt. Ernte, ja, das ist grammatikalisch nicht ganz. Ernten wird von Zeit zu Zeit erscheinen, vernichte sie für hochwertige, bevor sie verschwinden. Hallo? Hochwertige was? Bombwagen sind mit Feuerwerkskörpern beladen. Ignite! Und sie dann an einen sicheren Abstand zu fliegen. Das war damals, die haben bestimmt einen Google-Übersetzer benutzt, weil damals League of Legends... Aber der Rest des Spiels ist eigentlich okay übersetzt. Warum haben sie sich denn hier keine Mühe gegeben? Ja, ich... Es ist ähnlich wie Dungeon Defenders, DLCs. Ach, Übersetzung brauchen wir nicht. Ja. Naja. Ich bin rot. Das war aber, glaube ich, ein Update bei dem Spiel, oder? Weil ich glaube, das Spiel hat keine DLCs sonst. Bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Kam, glaube ich, auch vor der PC-Version schon woanders raus. Oh, du hattest mich eingeladen, aber das willst du jetzt nicht, oder? Nee, jetzt machen wir erstmal das Tutorial. Okay, also soll ich aufs Spiel starten drücken? Ja, mache ich jetzt auch. Dann versuche ich Gold zu bekommen. Mal gucken, ob es geht. Viel Glück, ich habe gerade so Silber geschafft und ich wette, ich habe es mehr als einmal probiert damals. Oh, bei mir ist Nacht und Wüste. Bei mir ist auch Nacht und ich glaube, das ist auch Wüste. Willkommen bei Horde. In diesem Tutorial lernst du die Grundlagen des Spiels. Du kannst es beliebig oft wiederholen. Space. Okay. Du musst in diesem Königreich mindestens 25.000 Gold ansammeln, bevor die Zeit abgelaufen ist. 10 Minuten. Und du musst mehr Gold als die anderen Drachen haben. Ein CPU-Gegner. In erster Linie häufst du Gold an, indem du Objekte zerstörst, das übrig gebliebene Gold einsammelst und es in deinen Hort bringst. Okay. Es fängt an. Mir ist das alles ein bisschen zu klein. Wie kann ich ranzoomen, weißt du das? Flieg durch die Gegend und probiere dein Feuerodem aus. Ich will nicht die komplette Map sehen, ehrlich gesagt. Ich will nicht auf Kamera drücken, ich habe Angst. Ich habe aktuell einen Text, ich warte darauf, dass du den auch kriegst. Außer Puste. Wenn du ununterbrochen Feuer speist, kann dir dein Feuer ausgehen. Hör mit dem Spielen auf, um das Feuer zu regenerieren. Die rote Leiste am linken oberen Bildschirm anzeigt dir Feuerodemverbrauch und Wiederaufladung an. Wenn du was vor mir bekommst, lies einfach selber vor. Dann ab jetzt. Ich zerstöre mal ein Feld da oben. Achso, und da unten ist meine Geldleiste. Und da unten ist mein Gegnerdrache, wie scheint. Ja, da hat sie ein Bauernkarren ist aufgetaucht. Verbrenn ihn und nimm dir das Gold oder lass ihn die Stadt erreichen. In diesem Fall wird die Stadt wachsen. Okay, das habe ich. Wenn du den Karren nicht auf dem Bildschirm siehst, suche nach einem Symbol am Bildschirmrand. Es führt dich zum Karren. Du hast ein Feuerball-Power-Up. Setze es ein, um statt einem normalen Odem Feuerbälle zu spucken. Welchen Knopf muss ich drücken, um das zu benutzen? Sag mir das. Oh, okay, jetzt habe ich auch das mit dem Bauernkarren. Probier mal rechte Maustaste. Rechte Maustaste, okay. Jetzt erstmal den Bauernkarren zerstören. Du bist soeben ein Level gestiegen, jetzt hast du Punkte, mit denen du deinen Drachen verbessern kannst. Du trägst eine Menge Gold herum, bringe es in deinen Hort und deponiere es dort. Du musst ja, dort bleiben, zum Lesen, Mann. Bis alles Geld abgeladen wurde. Jetzt Level Up hattest du schon, oder? Ja, aber ich habe nichts davon vorgelesen. Viel Spaß. Achso, du bist soeben ein Level gestiegen. Jetzt hast du Punkte, mit denen du deinen Drachen verbessern kannst. Der Feuerball rechtsklick war, glaube ich, richtig. Und dann ist der normale Atem ein Feuerball. Du, nicht so du kannst Geschwindigkeit, Feuerodem, Tragkraft oder Panzerung verbessern. Jede Verbesserung bringt
strategische Vorteile. Geschwindigkeit hilft dir, schneller bei Schätzen zu sein, wenn du Feinde jagst oder gejagt wirst. Feueratem hilft dir, deine Gegner schneller zu zerstören. Tragkraft erlaubt es dir, mehr Gold auf einmal zu deinem Holz zu transportieren. Und du kannst gelagerte Schätze schneller abliefern. Panzerung schützt dich gegen Ritter, anderes Zeug, Feuer oder für andere Drachen. Wenn du nicht weißt, was du wählen sollst, mach dir nicht zu viele Gedanken. Dein Drache fängt bei jedem Spiel neu an. Okay. Brich diese Nachricht ab und drücke den Dreieckstaste. Ich drücke einfach Space, weil das anscheinend auch der Knopf ist. Ja, es zeigt irgendwie bei mir die X-Knöpfe und die Tastaturknopf an. Der andere Drache ist aktiv. Wenn du ein Gebäude niederbrennst, kannst du auch an Gold kommen. Los, brenn ein paar Getreidefelder nieder. Okay. Schützen. Ein Schütze ist aufgetaucht. Größere Städte produzieren diese als Verteidigung. Ein Schütze ist ein schwacher Gegner, aber in Gruppen sind sie gefährlich. Du hast ein Mega-Odem-Power-Up. Setze es ein, um für kurze Zeit eine besonders starkes Odem zu erhalten. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, immer alles niederzubrennen oder ob ich überwarten soll. Ich bin auch nicht 100% sicher. Ich habe den Drachen gekillt, da kam aber nichts. Ich habe die eine Stadt jetzt komplett vernichtet. Ein Wagen ist aufgetaucht, der liefert Waren in eine Stadt, fackel ihn ab und schnappt dir das Gold. Da fährt ein Karren direkt auf mein Häufchen. Hm. Naja, ich hatte auch schon Karren. Ich habe mich gefragt, ob die mir Geld geben wollen. Nein, die Stadt hast du noch nicht übernommen. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt geht. Ich habe jetzt einen Eisatem. Oh, kann ich gar nicht nehmen. Achso, ich habe Heilung. Ich habe einfach mal spontan meinen Gegnerdrachen umgebracht. Ja, kam bei dir aber auch keine Nachricht. Weißt du, was interessant ist? Ich konnte nur auf Stufe 4 leveln, dann musste ich den Rest erstmal mit hochleveln. Ah, scheiße. Er hat meinen Gegnerdrache mich umgebracht. Wie hast du das angestellt? Kriegst du dann eine Nachricht? Ja, der hatte ein Power-Up. Ah, ja, bei mir hat er gerade Eis, glaube ich, so wie das ausschaut. Oh, da ist der Speedboost aufgetaucht. Schütze ist aufgetaucht, das hast du aber schon vorgelesen gehabt. Eine königliche Kutsche ist aufgetaucht, wenn du sie zerstörst, bleibt eine Prinzessin übrig. Entführe sie und bring sie in dein Horn. Wo ist die bitte? Achso, da. 2000 wert, nice. Du hast dir eine Prinzessin geschnappt, bring sie zu deinem Horn. Du hast noch Upgrade-Punkte von Auflevelung übrig. Rufe das Upgrade-Menü auf und wähle Upgrades aus. Brich diese Nachricht ab und sagt okay. Ritter haben sich dem Schutz des Königreichs verschworen und greifen dich an, sobald du in ihrer Nähe kommst. Okay, ja. Danke. Sehr süßes Spiel. Achso, ich bin voll. Du kannst dieses Gold neu tragen, willst du deinem Horn liefere. Ja, okay. Wenn du tragen kannst, dann besser kannst du mehr Gold transportieren. Und wie reich bist du schon? Ich habe jetzt noch 5 Minuten. Geh fort und sammle. Ich habe 20.000. Okay, du hast noch mehr als 5 Minuten, nehme ich an. Ich bin ein bisschen vor dir. Okay, ich habe meine erste königliche Kutsche, die hast du ja vorhin vorgelesen gehabt.
Ja. Aber liest dem Prinzessinnenkram mal vor. Du hast dir eine Prinzessin geschnappt. Bring sie zu deinem Hort. Okay. Jetzt bewacht die Prinzessin so lange in deinem Hort, bis ich Lösegeld kriege, okay. Der Ritter kam aber sauschnell. Ich dachte, ich muss eher auf meinen Gegner aufpassen, dass der mir die nicht klaut, aber nein, der Ritter kommt einfach in 0,x. Der Gegner ist hier noch sehr lasch. Glückwunsch, dass er erste Prinzessin erfüllt. Das ist eine großartige Goldquelle. Warte mal, oh mein Gott, der hat mir gerade die Prinzessin geklaut. Ich weiß gleich, dass er das kann. Ich kann sie nicht zurückklauen. Ey, das ist aber sau schwer. Nach 3,5 Minuten. Ich weiß gar nicht, wo meine Zeit ist. Ach, da 5 Minuten noch. Ich sollte. Jetzt hab ich wieder Damage gelevelt. Brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr. Die produzieren bei mir nicht genug. Wahrscheinlich sollte man doch die Städte auf Maximum lassen oder so. Du hast ja mega Geschwindigkeits-Power-Up. Setze es ein, um für kurze Zeit einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Weiter so, verbringe den Rest dieses Levels damit. Geld anzuhalten. Okay. Ja, du bist jetzt bei 5 Minuten. Wenn du soweit bist, erklärt dir das nächste Tutorial die Feinheiten des Spiels. Okay. Ach, diese Bombenwägen, Mann, ich habe mich beinahe gesprengt. Der gegnerische Drache zusammen mit einem Bogenschützen haben mich umgebracht. Ein Dieb bestiehlt dein Hort. Lass ihn mit deinem Gold nicht in die nicht die Stadt erreichen. Nein, mein Bonus, wenn der. Oh Gott, ich hab einen Rest. Das Wichtigste ist, den Bonus zu erhalten, Mann. Narischer Drache, hau nicht ab. Ich will dich doch töten. Ach ja. Aua, die sammeln ja Haufen auf dem Weg auf. Ohne 3000er Kutsche. Nein, du kannst sie mir nicht nehmen. Was soll das? Wie genau kann man eine Prinzessin von dem anderen klauen? Geht es nicht? Ja, naja, du musst ihn kaputt machen. Ja, er hat sich gerade nicht töten lassen. Ah, egal. Nicht so wichtig. Ich schaff, glaube ich, sogar meinen Rekord zu schaffen. Bräuchte mal langsam. Mein Gott, ist ja schnell. Der ist voll auf Speed gegangen bei mir auch. Du hast ein Hort Dieb Power Up. Setze es einem gegnerischen Hort zu bestehlen. Ah, okay. Na, du hast. Das ist ganz Gutes. War da gerade ein goldenes Ei drin? Haben wir Ostern? Ich werde nicht sagen, dass wir Ostern haben, aber. Wie viel Geld? Scheiße! Nein. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld man eigentlich braucht? 125.000 für Silber, das habe ich gerade erreicht. Aber ein Dieb hat jetzt meinen Multiplikator gerade gelöscht. Ich habe also keine Chance mehr, 40 Sekunden mehr zu schaffen. Bin mir fast sicher, ich habe zumindest meinen alten Rekord leicht gebrochen, wenn ich jetzt noch auf 130 komme. Ich habe noch Upgrade, okay. Dass mir der Spieler das extra so sagen muss. Mir spawnt gar kein Power-Up, oder ich brauche das Geld. Ja, Hort die Power an, nice. Gib mir das. Hä? Achso, ich muss ja drücken. Ich habe nur einen zweifachen Bonus. 10 Sekunden, oh ja, ich kann das noch schnell abgeben.
So, ich habe ihm mal eben seinen ganzen Hort weggeklaut. Ja, ich auch. So, 135.000. Ende. Es lief eigentlich ganz gut. Das war auch sehr geschickt. Du brauchst 225.000. Nein! Okay. Okay. Ich kann ihn anscheinend seine Prinzessin so aus dem Hort gar nicht ausklauen. Oder ich bin blöd. Ja, habe ich auch nicht hingekriegt. Wollte einfach nicht zu mir kommen. Schade drum. Au, okay. Wie viel Geld braucht man? Weißt du das noch? Oder bist 200, du auch schon fertig? 225.000. 200? Ja. Okay, das ist noch sehr viel. Das schaffst du nicht. Ich meine, ich habe jetzt 130.000. Ja, du bist doch soweit. Du hast wahrscheinlich auch nicht mehr als 2 Minuten jetzt oder eine. Oh, geil, noch eine Prinzessin. Gib mir nochmal Speed, ich will schnell sein. Fertig oder? Ich war schon fertig. Okay, also ich habe 164.081. Was? Du hast deinen Multiplikator nicht verloren, oder? Macht echt einen Unterschied. Ich hatte 135.000. Also ich hatte ihn einmal verloren, aber das war recht weit vorne. Ja, ist aber auf jeden Fall. Danach bin ich immer verreckt. Willst du das zweite Tutorial auch im ersten Part machen? Oder separat? Wir haben aktuell 28 Minuten. Ist eigentlich lang. Muss ich hier erstmal wieder hingehen. Okay, dann machen wir das zweite Turbo im nächsten Part, wo wir dann alleine spielen. Da habe ich keinen nervigen Drachenfreund mehr. Ja. Gut, dann bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.